Danke für eure Geduld. Ich weiß, ich habe schon lange wieder kein Video gemacht. Bei mir tut sie leider ziemlich viel. Wie ihr sehen könnt, der Hintergrund ist wieder mal ein anderer. Ja, und bei Heroes of the Storm tut sich auch einiges, und zwar ist es Release da. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, was es jetzt wirklich gibt bei Release. Eigentlich hat sie nicht sehr viel getan. Also, für Spiel selbst hat sie eigentlich nichts geändert, außer dass die Johanna dazugekommen ist. Der Crusader, der ist ziemlich cool. Ich muss zugeben, ich habe den Launch ein bisschen verpasst und die Infos nachträglich zu finden war gar nicht so leicht, weil es einfach gar nicht so viel Neues gibt. Also es gibt ein Musikvideo, glaube ich, es gibt so eine Live-Projektion, die relativ cool ausschaut. Es gibt den Trailer von der Johanna, aber generell alles, was da so angekündigt war, gut, das war jetzt nicht viel Neues. Also, gut. Wie gesagt, ich war da vielleicht ein bisschen enttäuscht, liegt aber einfach daran, dass ich jetzt einfach so viel Zeit mit Heroes of the Storm in der Beta verbracht habe und in der Alpha. Und diese Launch-Party war halt in erster Linie eigentlich für ganz neue Spieler, die noch keinen wirklichen Kontakt gehabt haben zu Heroes of the Storm. Und deshalb sind sehr viele alte Sachen jetzt nochmal erklärt worden. ich habe das leider auch etwas verschätzt. Also, die Hero League wurde noch nicht resettet. Hätte mir doch ein bisschen ins Zeug legen sollen, dass ich doch nur Rang 1 bleibe. Jetzt muss ich mich da wieder hochkämpfen, auch wenn es die Preseason ist. Es hat allerdings, auf einer Fanseite habe ich schon gesehen, es gibt Kommentare von Blizzard, dass in Zukunft es auch Belohnungen geben soll für die Ränge. Dass es Platzierungspartien geben soll und dass es nur einen Großmeister-Rang geben wird. Es soll anscheinend eine Bestenliste geben und also eine Saison soll dann 3 Monate dauern. Und auch Trophäen für bisherige Achievements soll es dann geben. Wann diese Änderungen wirklich kommen, ist allerdings nicht bekannt. Es gibt leider, also auch wie ich mir erhofft habe, gibt es leider keine neue Map. Also schade, dass es keine neue Map gibt. Es gibt wirklich nur die Johanna neu. Und ja, ich werde jetzt einfach mal kurz im Try-Mode zeigen. Greetings, Fred. Schauen wir mal, was die Johanna denn so kann. Ja, es gibt jetzt ein paar Promo-Mounts. Zum einen, wenn man bei World of Warcraft einen Level 100er Charakter hat, kriegt man mit Release automatisch einen Direwolf mit Panzerung. Das schaut eigentlich ganz cool aus. Und zusätzlich gibt's, wenn man sich auf einer Website you wish to join the Crusade. Und was so kleine Sachen ausfüllt, quasi mit Facebook verknüpft, kann man noch ein zusätzliches Promo-Mount kriegen, das auch recht cool ausschaut, die Mechano-Spider. Ich werde euch den Link zu dieser Website dann ins Video reinposten, noch unten, also unter das Video posten. So, jetzt zu Johanna. Okay. Zuerst mal ihre Fähigkeiten. Sie hat Punish. Das ist Area of Effect. Mal kurz was umstellen, damit man das auch besser sieht, damit man sieht, wie groß das ist. Controls. Quickcast on release. Damit man ein bisschen sieht, was für eine Fläche das hat. Also Punish. Ihr seht, hat jetzt eine kurze Fläche vor sich, wo sie wenig Schaden macht und ziemlich stark slowt. Slow heute 2 Sekunden, beziehungsweise wird schwächer mit der Zeit. The Crusade calls. Und hat sehr kurzen Cooldown, kostet einen viel Mana. Ansonsten Schildklär. You should drink from a fountain while you're still able. Schildklär. Es hat eine recht große Fläche, ist auch ein Cone. Also es geht so, also so eine große Fläche ist es jetzt nicht, aber es geht sehr weit. Macht Schaden und blinded für 2 Auto-Attacks. I go. Also blind ist, finde ich, schon relativ starker. Und reduziert natürlich für den Schaden für die Johanna das ganze Ding. Kostet auch wenig Mana, cooldown mit 12 Sekunden ist so mittelmäßig. Und wahrscheinlich ihr wichtigster Skill, der
Weil das ganz Besondere ist eigentlich bei der Yana is Condemned. Seems right. Man kann es einsetzen, während man sie bewegt. Das ist diesen Kreis. Nach einer Sekunde zieht man einfach alles zusammen und macht Schaden auf sie. Es ist auch ein Mini-Stun dabei, das heißt, unterbricht die ganzen Channeling-Sachen. Und eben, man kann sie bewegen. Very well. My wounds heal. Und ja, man zieht halt Gegner zusammen, was sehr cool ist für Kombinationen mit vielen Heroes, die halt dann AOE-Stuns oder AOE-Stuns. Sehr, sehr cool. Wichtig, ihr vierte Fähigkeit, also das, was bei vielen passiv ist, ist bei ihr, Trade, das ist ein Trade, okay. Ist aktiv und hat 20 Sekunden Cooldown, ist aber sehr mächtig, kostet auch ein bisschen Mana. Sie wird unstoppable, das heißt, man kann sie nicht stunnen oder slowen. Yes. Und sie kriegt auch noch ein recht starkes Schild. Also ihr seht, sie hat 1230 Hitpoints gerade und das Schild gibt 308, das heißt etwa 25% von ihren Hitpoints. Was doch sehr gut ist. I go. So, dann schauen wir zu den Talenten. My wounds heal. Sie hat ein bisschen ein anderes Block und ich finde, das schaut da ziemlich gut aus. Mit Basic Abilities kriegt sie jetzt einen Block Charge, wo man Basic Attack Damage um 50% reduziert. Man kann da zwei Stacks davon haben. Finde ich sehr gut. Knights Takes Pawn. Damit kann man mit Condemn einfach Creeps und Mercenary schneller killen, beziehungsweise für 4 Sekunden stunnen. Das ist so ein Wave Clear Ding. Weiß nicht, ob das wirklich klasse ist bei ihr. Und andere Heroes dafür. Righteous Smash. Da kriegt man Mana zurück mit Punish. Yes. Weiß auch nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Rein von den Mana-Kosten habe ich das Gefühl, dass sie eigentlich nicht so viel Mana braucht. Regeneration Master kennt sie eh schon von anderen Heroes. Also ich schätze, es wird meistens zwischen Regeneration Master und Reinforce sein. Wobei ich finde das Reinforce einfach besser. Also ich würde, glaube ich, erstmal immer Reinforce geben. Akarat, have mercy on you, for I will not. Amplified Healing kennt ihr schon, ist sicher sehr stark auf ihr. Roar, Punish macht mehr Schaden. Was My wounds heal. Wichtig ist bei ihr, glaube ich ja nicht. Eternal Retaliation, das Condemn Cooldown reduziert sie mit Anzahl an Targets, die man erwischt. Könnte interessant sein, Seems aber right. Ich glaube, gegen Amplify Healing kannst du nicht mithalten. Und Loss of Hope ist auch nicht uninteressant. Vielleicht sogar interessanter wie Amplify Healing. Bei Amplify Healing ist schon sehr stark. Loss of Hope gibt automatisch, also passiv, Hitpoints-Regeneration. Zusätzlich kann man es alle 60 Sekunden aktivieren und 20% der Max-Health über 4 Sekunden zu heilen. Ich finde die Johanna kann man sehr stark auf Überleben skillen. Und mit Loss of Hope könnte man durchaus vorstellen, dass sie auch ohne Healer durchaus recht lang überleben kann. Seems right. Nehmen wir einfach mal das. So. Auf 7, Battle Momentum. Basic Attacks reduzieren Cooldowns, ich kenne es auch schon von anderen Heroes. Ist nie wirklich schlecht. Shield Clear. Ja, Shield Clear ist dieser Blind. Very well. Und der markt halt jetzt auch nur die Gegner und wenn irgendwer draufhackt, dann kriegt er halt extra Schaden. Und das Mark ist wieder weg. Finde ich nicht wirklich gut. Also, der Schaden ist jetzt auch nicht wirklich so groß dadurch. Halt mal nicht. Conviction und Crusader's March On auf Seems dem Level right. Finde ich sind sehr, sehr stark. The Crusade March is On. Basic und Heroic Abilities lowern den Cooldown von Iron Skin. Das heißt, es hat eigentlich einen Cooldown von 20 Sekunden. Of course. Macht Unstoppable, gibt Erschütt.
Ist wirklich stark. Und man kann einfach mal, wenn man das komplette Set einsetzt, 6 Sekunden schon reduzieren. Vom Cooldown. Was es wirklich häufig zum Einsetzen bringt. Conviction ist aber wahrscheinlich unersetzlich. Conviction gibt Condemn nur einen Movement Speed Buff. Das heißt, Condemn zirkt innerhalb von einer Sekunde alle Leute zusammen. Und Conviction gibt einem nur 25% Movement Speed für diese eine Sekunde. Also 25% ist viel Movement Speed, aber eine Sekunde ist sehr kurz. Das Problem ist allerdings, wenn man sich die anderen Talente anschaut, sie hat nicht wirklich Movement Speed. That feels much better. Und irgendwie muss sie näher rankommen an den Gegner. Das wird wahrscheinlich dieses Talent sein. So. Why not? Ich denke, um Conviction kommt man leider nicht rum. Die Heroic Abilities. Falling Sword. Das habe ich jetzt auch schon ein bisschen gesehen. Blast Shield bis jetzt noch nicht. Falling Sword ist. Man targetet eine Fläche, dort springt man quasi hin. Und nach 2 Sekunden landet man. Man kann sie allerdings in der Luft nur bewegen, wo man dann landet. Man knockt die Gegner dort ab. Ist ein kurzer Stun eben. Also wirklich nur ein kurzer Stun. Und macht viel Schaden. My wounds beziehungsweise macht Schaden. Ist natürlich klasse, um ins Geschehen reinzukommen und dann mit Condemn alles zusammenzuziehen. Ist sehr interessant, aber das andere Talent ist auch sehr interessant für mich. Hat auch einen kürzeren Cooldown. Mit 60 Sekunden kommt das doch recht häufig zum Einsatz. Und macht Rätsel Schaden aufs erste Ziel und stunt das allerdings für 2 Sekunden. 2 Sekunden Stun ist wirklich lang. Er springt dann nur mal weiter und stunt nur mal für eine Sekunde auf andere Targets. Jetzt muss ich aber schauen, wie das eigentlich funktioniert. Okay, das ist Akarat wills it. You go no further. A Skillshot und trifft einfach das erste Target. Aber 2 Sekunden ist lang. Ich glaube, das ist wirklich mächtig. Das mag quasi ein Target, das man killt, weil man kommt nachher natürlich auch nicht mehr wirklich gut weg von der Crusaderin mit dem Slow und dem Condemn. Auf 13 hat sie Burning Rage, ist diese Flächenschaden rund um sie. Macht gut Schaden. Yes. Ist immer relativ stark auch vom Schaden her, aber es gibt einfach sehr gute andere Skills auch wieder. Hold Your Ground increases the Iron Skin Shield by 20% und wenn das Shield destroyed ist, wird auch der Cooldown reduziert um 4 Sekunden. 20% mehr von dem Shield ist nicht so wenig. Interessant ist auch, wenn der Cooldown runtergeht. Die Sache ist, dann kriegt man schon einiges an Schaden, wenn das Shield gestört wird. Wobei 4 Sekunden ist schon eine Weile. Reduziert Cooldown, eben mit dem Crusade Marches On wird es nur mal mehr Cooldown reduzieren. Das könnte man dann durchaus recht schnell mal ein zweites Mal einsetzen. Hold Your Ground ist nicht uncool, finde ich. Ansonsten kann man den Slow vom Punish skillen und das auf 80% über 3 Sekunden skillen, was wirklich viel ist. The Crusade calls. Könnte auch sehr interessant sein. Ein Spell Shield ist generell auch nicht schlecht. Ja. Ich schätze, es wird meistens entweder Hold Your Ground oder Subdue werden. Oder eben Spell Shield. Kommt drauf an, aufs gegnerische Team. Thank you, my friend. Auf 16. Shield Clear Heal. Das war gar nicht so wenig. 200 pro Gegner, den man trifft. Choose a talent. Es hat doch keine kleine Fläche. Allerdings nur für gegnerische Heroes. Was interessanter ist wahrscheinlich, ist Fanatism. Wenn Iron Skin aktiv ist, kriegt man 8% Movement Speed. Jedes Mal, wenn man Schaden trägt, bis zu 40%. Das ist gut. Nur die Sache ist,
Gegner werden dann jetzt nicht unbedingt fokussen. Wenn man noch nicht wirklich reinkommt in die Gegner, ist es wahrscheinlich schwierig. Man braucht wahrscheinlich trotzdem das Condemn, um erstmal zu bekommen an die Gegner. Blast Hammer, Condemn, wirft da immer noch so einen Hammer rundherum, der Schaden macht. Imposing Presence ist wahrscheinlich auch immer interessant. Also Fanatism und Imposing Presence ist für mich eher interessant. Attack Speed und Gegnern wird reduziert, wenn die Johanna angegriffen wird. Ist sehr stark. Aber kennt man auch schon von anderen Heroes. Auf 20. Choose a talent. Ja, Heaven's Fury. Während man in dieser Luft ist, also es hat etwa Fläche wie in Arthas sein Kreis hier, the Crusade macht man Schaden auf alles rundherum. Und der Cooldown reduziert sie jeden Gegner, den man trifft. Ich finde jetzt nicht unbedingt so gut wie andere Sachen. Why not? Beim zweiten Ulti kann man eben die Range erhöhen, beziehungsweise die Distance vom Bounce erhöhen und 5 Gegner treffen statt 2. Ich denke, okay, aber auch nicht so besonders, wenn man es mit Indestructible oder Storm Shield vergleicht. Indestructible. Wie gesagt, also die Johanna kann durchaus recht lang alleine überleben. Und mit Indestructible ist es so, wenn sie sterben wird, dann kriegt sie nur mal ein Schild in der Höhe ihres Maximums Hitpoints für 5 Sekunden. Das ist wirklich viel. Es ist passiv und hat einen 120 Sekunden Cooldown. Why not? Und wenn nicht alles schief gegangen ist es wirklich viel Zeit, wo man nochmal von einem Healer hochkillt werden kann. Ist es Zeit, wo man sie zurückziehen könnte? Ist Zeit, wo man einfach weiter tanken kann und das Geschehen rundherum kontrollieren kann mit Condemn? Wenn alles schief geht, hilft dir das halt auch nichts. Aber es ist sehr stark. Und ich glaube, das wird das Interessanteste sein bei ihr auf 20. Storm Shield kennt ihr auch von anderen Heroes. Gibt ein Schild rundherum, was einfach sehr gut ist. Ja, also die Johanna ist wirklich, wirklich cool, ist glaube ich wirklich robust, hat wenig Movement Speed, das ist ein großes Problem, sie hat kein Gap Closer bis auf das eine Ulti, oder wenn man skillt eben das Condemn, das bisschen Movement Speed. Seems sie right. Kann unstoppable werden, das heißt, wenn man woran gehen will, dann schafft man das auch gegen Slows. Allerdings, wie gesagt, ohne extra Movement Speed. Ja, ich finde die Hanna sehr interessant. Bin schon gespannt, wann die billiger wird und wenn man schon ein bisschen was sieht, also wenn man es selbst immer dann ausprobieren kann. Außerdem wird man jetzt dann eh öfter sehen in den Games. Und ich glaube, sie ist sehr stark und cool. Ich glaube, zum Playtest habe ich noch nicht wirklich Greetings, was Friend. Ich glaube, zu dem zeige ich jetzt auch noch ein bisschen was, einfach im Dry-Mode, einfach mal kurz, was der eigentlich so kann. Den Keltas habe ich mittlerweile auch schon in meinem Pool und habe mal schon etwas gespielt. Das heißt, ich kann euch dort schon ein bisschen mehr zu erzählen. Are you ready to witness something amazing? Ja, wobei, den habe ich eigentlich schon gesagt, glaube ich. Egal. So. Gut. Keltas. Also, bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich den eigentlich schon mal gezeigt habe oder nicht. Auf jeden Fall tue ich es jetzt sonst einfach nochmal. Die Leute, die es eh schon gesehen haben, was der Keltas so kann, sind sehr scharf drin. Aber, ja. Ihr kriegt jetzt auch ein bisschen mit, was für Erfahrungen ich gemacht habe mit ihm. So, er hat einen Flamestrike. Flamestrike hat eine kleine Fläche, dauert kurz bis er zündet. My und pleasure. Wenn man sein Trait aktiviert, das Trait verstärkt Basis-Abilities, hat nur 6 Sekunden Cooldown und macht die Basis-Abilities deutlich stärker.
wenn man das aktiviert und Flame Strike, man sieht, die Fläche wird größer und es macht bedeutend mehr Schaden. Weiters hat er Living Bomb. Macht Schaden, wenn man es castet und nach 3 Sekunden nur mehr Schaden rundherum. Wobei der Schaden rundherum ein bisschen geringer ist. Was interessant ist mit Verdant Spheres, man kann es zweimal casten, weil man keinen Cooldown und keine Mana-Kosten hat, wenn Verdant Spheres aktiv ist. Indeed. Wichtig ist aber der Living Bomb, wenn eine weitere Living Bomb drauf gecastet wird, dann explodiert sofort die erste Living Bomb. Das heißt, der Dodge-Schaden, der über die 3 Sekunden tickt, wird removed und mit dem neuen überschrieben. Das heißt, das reduziert natürlich ein bisschen den Schaden von der ersten Living Bomb. Aber es explodiert halt zweimal. Also Flächenschaden ist dann da. Gravity Labs, hier ist ein Skillshot. Stunt das erste Target, was er trifft. Ich habe es jetzt verfailed. Stunt für 1,5 Sekunden, das ist ziemlich lang. Allerdings eben nur das erste Target. Die Range ist auch nicht so riesengroß. Mit Verdant Spheres trifft man 3 Gegner damit. Also bis zu 3 Gegner damit. Gut. Das waren jetzt mal die Basis-Abilities und das Trade. Jetzt zu den ersten Talenten. Energy Royal, wenn man mit Gravity Labs was dann reduziert sich der Cooldown um 3 Sekunden. Finde jetzt nicht so besonders. Convection Flame Strike macht 20% mehr Schaden auf gestunte Gegner. Klingt interessant, als es ist. 20% Schaden ist nicht wenig. Nur Gravity Labs ist eher. Also ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen ist es eher eine Vorsichtsmaßnahme, falls wirklich mal wer noch rankommt. Und man benutzt es eigentlich weniger aggressiv. Man castet aber Flame Strike ständig auf Leute. Und. Im Grunde genommen kommt Convection nur selten zum Einsatz. Interessant sind die anderen beiden Sachen. Spell Infusion nehme ich nur auf den Maps, wo es wenig Health Globs gibt. It shall be done. Spell Infusion heilt an, wenn man Verdant Spheres aktiviert. Ein bisschen. Aber es hilft einem schon ein bisschen in der Lane zu bleiben. Mana Addict ist das, was den meisten Skill jeder Health Globe, den man einsammelt, bringt 15% Maximum Mana dazu. Was wirklich viel ist. Also, da kommt einiges zusammen. Gerade auf Maps, wo es viele Health Globes gibt, zum Beispiel Blackheart's Bane. Well done. Let us press onward. Hier haben wir Mana Tap. Flame Strike restaurt Mana pro Gegner, den man killt. Finde ich nicht wirklich interessant. Envenom ist natürlich stark. Die Sache ist allerdings die, man möchte mit Kel'Thas nicht wirklich an die Gegner ran. Er hat kein Escape. Der einzige Escape, den man quasi so hat, ist Gravity Labs. Das hilft dann meistens nicht so viel zum Escapen. Von daher finde ich Envenom nicht wirklich stark bei ihm. Netherwind ist interessant. Es erhöht die Range vom Stun um 30%, was durchaus das Ganze wieder ein bisschen interessanter macht, auch einmal was aggressiv zu treffen. Und die Speed um 30%. Das heißt, man wird einfach es wird einfach um einiges zuverlässiger, dieser Stun. Ich finde aber Gathering Power sehr stark. Wenn man es gut schafft, hinter den eigenen Reihen zu bleiben, kriegt man die Charges durchaus rauf. Und er macht halt dann wirklich deutlich mehr Schaden mit Thank you, Healer. So be it. Auf 7 kann er Clairvoyance skillen, das kennt ihr eh schon, da deckt man einfach die Gegend auf. Man kann skillen, dass die Verdant Spheres, also das Trade Cooldown reduziert wird, wenn man Leute stunt mit Gravity Labs pro Target. Und jetzt auch nicht unbedingt so besonders. Sunfire Enhancement oder Enchantment. Mit Verdant Spheres macht man auch mehr Attack Damage mit dem nächsten Cast und das dürfte doppelter Schaden sein.
ist so eine Sache. Indeed. In Detector Damage Range ist man jetzt nicht so oft. Man steht oft außerhalb und schaut, dass man die Leute einfach nur am Rand des Flamestrikes erwischt. Finde ich jetzt auch nicht so besonders. Fission Bomb ist allerdings interessanter. Der Explosion Damage ist schon nicht so hoch bei Living Bomb. Very good. Aber 75% mehr macht durchaus was aus. Vor allem die Living Bomb kann man nur sehr stark skillen. Also ich skill normalerweise die Living Bomb Damage. Das finde ich sehr gut. Macht eben auch viel schlechten Schaden. Auf 10. Beide Ultis von Keltas haben sehr kurze Cooldowns. Pyroblast, nur 50 Sekunden. Man kann es ein bisschen so vergleichen wie ein Triple Tap von der Nova. Allerdings, die Range ist jetzt, ich schätze jetzt mal bis daher. Man muss 2 Sekunden casten, da kann sehr viel passieren in 2 Sekunden. Und dann geht der Pyroblast langsam auf den Gegner. Das heißt, er kann immer mal geheilt werden, während er ein bisschen wegläuft. Macht aber dann wirklich viel Schaden. Also 1600 Schaden ist viel. Wie ihr seht, ich habe selbst jetzt auf 20 3200 Hitpoints, das wird einfach 50% Schaden machen. Und auf Gegner rundherum nur mal 800 Schaden, was auch viel ist. Aber Gegner laufen man normalerweise auseinander, die Gegner werden nochmal hochgeheilt. Manchmal passieren nur schlimme Dinge während den 2 Sekunden, wo man castet. Oder der Gegner läuft außerhalb der Cast Range, dann wird es abbrochen. Das Pyroblast ist nicht wirklich. A fine choice. Der Phoenix hingegen ist allerdings recht interessant. Hat nur 40 Sekunden Cooldown. Ist jetzt aber auch nicht der wüdeste. Also der macht jetzt nicht so viel Schaden. Allerdings the Phoenix God, in der man eigentlich nicht gern drinnen steht. Vor allem als. Als Caster oder Healer, also irgendein Assassin oder Specialist, steht man eigentlich nicht so gern drinnen. Man kann ihn wirklich häufig casten, weil er einfach nur 40 Sekunden Cooldown hat. Man kann ihn ein bisschen so sehen wie eine zusätzliche Basic Ability, die einfach relativ stark ist. Ob 13 der Keltas sehr interessant. Spellshield kann er killen, er kann Pyromaniacs killen. Da reduzieren sie die Basic Ability Cooldowns um eine Sekunde pro Sekunde, wo er Living Bomb tickt. Kann natürlich relativ viel Cooldowns reduzieren. Allerdings, dazu komme ich gleich, wird man weniger Living Bomb später casten, auch wenn ziemlich viele Living Bombs im Spiel sein werden. Es gibt nämlich die Chain Bomb. Das auch sehr interessant, dass man Living Bomb Explosion, wenn anderen trifft, dann kriegen die auch eine Living Bomb drauf. Die springt aber dann glaube ich nicht mehr weiter. Ist sehr interessant, habe ich am Anfang ein bisschen mehr ausprobiert, aber der Flamethrower ist einfach sehr mächtig. Die Cast Range von Flamestrike. Man darf wirklich nicht nah an die Gegner dran stehen. Man wird sofort gefokust, weil der Keltas nicht viel wegkommt und man nicht viel aushält. Die Flamestrike Range macht es allerdings sehr stark. Ihr müsst dabei beachten, Flamestrike hat nur einen Cooldown von 7 Sekunden und Verdant Spheres einen Cooldown von 6 Sekunden. Very good. Man steht eigentlich da und castet alle 7 Sekunden auf so einer Fläche auf ziemlich große Distanz recht viel Schaden. Und der Schaden wird nur mehr erhöht, weil auf 16 gibt es das Talent Flamestrike also applies Living Bomb to Heroes. Und das ist wirklich, wirklich mächtig. Man versucht wirklich nur die Gegner die ganze Zeit mit Ignite, also mit Flamestrike zu treffen. Und das geht dann aber nicht. Aber man kann es halt alle 7 Sekunden wieder probieren. Ja, auf jeden Fall. Flamestrike gecharged mit Living Bomb macht wirklich viel Schaden. Es sind 650 Schaden plus 740, wenn Verdant Spheres aktiv ist. Indeed. Es ist 1400 Schaden auf eine relativ große Fläche. Oft trifft man mehr als einen Gegner. Und ja, ist sehr, sehr wichtig. Backdraft, Living Bomb würde auch slowen, wenn es explodiert. Gravity Throw,
Er hat eine Stun-Duration von 3%, also um eine halbe Sekunde, was schon mächtig ist, aber gegen Signite kannst du nicht mithalten. Arcane Barrier klingt auch cool. Man aktiviert ein Schild, das 200% vom Maximum Mana hat für 3 Sekunden. Das hat einen kurzen Cooldown mit 45 Sekunden. Und mit Mana Addict, da kriegt man schnell einmal 500 Mana dazu. Das heißt, die Arcane Barrier würde durchaus so 2500 Schild bringen, was nicht wenig ist. Aber gegen Ignite kann es nicht mithalten. Auf 20 Presence of Mind, der Radius erhöht sie, der Cooldown reduziert sie für jeden Hero, den man trifft. Das heißt, man kann ihn durchaus öfter einsetzen, aber da man eben so lange castet hat und dann nicht so die riesen Range, das ist einfach nicht wirklich wert. Rebirth. Der Phönix bleibt doppelt so lang. Er bleibt von 7 Sekunden nachher 14 Sekunden, ist lang. Man kann ihn dann auch noch einmal weiter bewegen, das heißt, man kann von hier darüber springen lassen, zum Beispiel. Aber Bolt of the Storm ist, denke ich, unerlässlich. Man braucht auf jeden Fall irgendwas, mit dem man sich ein bisschen rausbringen kann aus der Gefahrenzone. Weil er hält nicht viel aus und er hat sonst nichts dafür. Aus dem Grund Arcane so Power, weil eben man muss spielen können. Und, ja. Also so skillt ich normalerweise den Kel'Thuzad und er ist wirklich cool zu spielen. Ist ein bisschen wie Chainer vom Flächenschaden her und vom Schaden generell. Mehr Schaden, dafür kann Slow, einfach weil er so kurze Cooldowns hat. Also Flamestrike mit 7 Sekunden Cooldown ist wirklich, wirklich gering. Man kann die Gegner bombardieren wie mit der Maßmedaille. Okay, gut. Das war jetzt dann noch ein bisschen der Kel'Thuzad. Wird jetzt bestimmt wieder ein bisschen mehr Videos von mir geben. Und ja. Wie gesagt, ich störe euch den Link ins Video, mit dem er zu dem Mecha-Spider kommt. Jetzt zeigen. So. Ah, da sieht man es nicht. Aber hier sieht man es vielleicht. Mensch, kann den zumindest auswählen. Aber nicht beim Asmodan. Diesen Direwolf kriegt man für Level 100 WoW-Charakter. Und den Mechano-Spider kriegt man eben über diese Website, die ich dann posten werde. Die schaut auch recht cool aus. Ja. Gut. Dann... Ciao und bis zum nächsten Mal.